Hey Leute, willkommen zu Far Cry 3. Ja, ich guck mal, welches Dorf ich mir nehme. Das hier nehme ich. Was war das denn für ein Name? Welshore Wreckers House. Genau, so ein richtig schön deutscher Name. Na, dann gehe ich mal hier rein und guck mal, was hier so abgeht. Abgeht. Okay, das war jetzt irgendwie schwul betont. Ja, ich verkaufe mir eben meinen Schrott, den ich so dabei habe. Ja, geil, bekomme ich fast gar nichts für. Ich brauche aber noch etwas. Hier, Komo, Fell. Ja, verkaufe ich einfach mal alles. Ja, das brauche ich aber auch. Also, da brauche ich das schon weniger. Oh, komm. Boah. Ach, Mann, egal. Ah, hier ist doch noch was drin. Ah, nein, oder? Reicht das jetzt? Nein, 450. Ja, was verkaufe ich denn hiervon? Ich würde mal sagen, Komodo Varanfell. Ja, jetzt fehlt mir immer noch was. Gehe ich einfach mal raus. Vielleicht finde ich hier noch irgendwo was. Nein. Nö. Ja, ich könnte jetzt hier von jemand umlegen, aber ich glaube nicht, dass es so toll wäre. Was macht der denn da? Das sah aus wie eine Granate. Alter. Wie viel der findet. Drei Schachteln Zigaretten. Vier Schachteln. Okay. Irgendwie viel. Was ist das denn? Ja, egal, dann gehe ich mal lieber los zum Dorf. Muss mich hier nicht so dumm aufhalten. Ja, hier ist auch direkt ein Auto, was ich nehmen kann zum Losfahren. Rechts halten. Nein. Aber ich habe jetzt eigentlich erwartet, dass die gegen mich fahren. Weil das Buch da vorne beim Lenkrad fällt ja auch fast raus. Nein! Mann. Okay, ich versuche hier mal hochzukommen. Ist etwas schwer. Wow, 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 nein, nein, nein. Hier rüber vielleicht. Und ja, da hinten hin. Wow. Alter, das war ein Stein. Ein Stein. Okay, vielleicht ein paar mehr, aber egal. Geht's hier runter? Ja. Bequem. Und jetzt mal durchs Wasser, wenn das gehen würde. Geht das? Nee. Ja, dann muss ich wohl aussteigen und schwimmen. Aber ich glaube, also er fühlt sich wirklich an, als wenn ich etwas schneller schwimmen würde. Ist mir gerade kurz aufgefallen, in der Sekunde. Ja. Ja, ich muss irgendwie die ganze Zeit Dauer gehen von mir selbst. So, ab eben mal gegähnt. Und irgendwo kenne ich das. Ja, das kenne ich. Aber, nee, nee, das war. Davon gibt es irgendwie mehrere, wo das so ist. Bloß, das, was, woran ich dachte, konnte man nicht so rum. Ja, da ist auch schon das Dorf. Oh, okay. Da. Das war knapp. Okay, einfach mal mit der Kamera hier rumgehen oder eher gesagt ohne. Da ist auf jeden Fall ein Alarm. Was ist das denn? Nur zwei Leute hier? Glaube ich nicht. Da oben müsste doch.
Wollte ich nicht. Da oben, ja, ein Scharfschütze. Gibt es nur die drei hier? Also wenn, dann wäre das ja mager. Hi. Shit. Er wollte mich angucken. Ja. Den noch ein Heady. Ich höre was. Ich höre jemand, er gesagt. Wo ist der denn? Ja, jetzt haben sie die Leiche gefunden. So, lieber schnell den Alarm aus, ne? Links, irgendwo da. So, da lade ich mal lieber schnell nach. Bevor ich den gleich nachladen muss. So, den. Okay, hier links ist... Boah, knapp. Ja, gut. Dorf eingenommen. Ja, das ging auch gut. Mit Schalldämpfer geht jetzt irgendwie alles gut. Ich bewege meine Arme beim Reden. Obwohl man das eigentlich nur macht, wenn man eine Cam anhat. Aber egal. Ja. Okay. Ja, mir macht Far Cry 3 echt Spaß. Also. Oh, Shadow. Ja. Kostet sowieso zu viel. So, den kurz looten. Ja, ich kann mir jetzt auch die eine Waffe holen. Boah, das wird geil. Die nächsten Dörfer werden viel einfacher mit der neuen Waffe. Boah, der hat aber auch einen Bizeps, ne? Okay. Dann loote ich den hier noch kurz. Nein. Ist mir eigentlich egal, welche Waffe ich habe. Ich kaufe mir jetzt hier sowieso eine neue. Du. So, hier rein. Was gibt's denn hier so? So, ja. Ja. Die neben. Alter, noch Muni. Okay. Sturmgewehre F1. Ja, dafür gibt es auch einen Schalldämpfer. Deswegen habe ich die auch ausgewählt. Anpassung Schalldämpfer für kostet 400. Deswegen verkaufe ich jetzt nochmal Schrott. Ah, passt sogar. Hätte ich jetzt eigentlich nicht gedacht. Hier F1 anpassen. Schalldämpfer rauf. Hä? So. Ja. Dann würde ich noch gerne das Rotpunktvisier. Aber dafür habe ich jetzt nicht genug Geld. Ja, dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt doch einen Daumen nach oben und tschüss, bis zum nächsten Mal.